Wir wollen mehr von dir. Wollen mehr von dir, immer mehr. Wir wollen mehr von dir, immer mehr. Herr Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr haben von dir, von deinem Wesen. Nicht allein von deiner Kraft und deiner Salbung, aber auch vielmehr von deinem Wesen, von deinem Charakter, von deiner Beziehung mit deinem Vater. Danke, Herr, dass du der Gegenwart Gottes bist und dass wir dich wahrnehmen können im Moment. Wahrnehmen, dass Jesus hier ist. Er ist hier. Atme es einfach tief ein, es ist hier. Wenn du da bist und sagst, ich spüre nichts, dann möchte ich dir sagen, nimm die Entscheidung, dich selbst zu lieben. Und dann wirst du Jesus spüren. Nimm dich an, wie du bist heute Morgen, weil Gott dich annimmt. Und dann wirst du die Gegenwart Gottes wieder spüren. Du wirst spüren, dass Jesus hier ist. Danke, Jesus, dass du heute Morgen alle und alles, was da ist, liebst, weil du die Liebe bist. Amen. Vielleicht ein bisschen runter. Einen schönen guten Morgen. Seid alle willkommen zu diesem Pfingstgottesdienst mit Abendmahl. Ich weiß, dass die meisten von euch oder die große Mehrheit von euch hat mehr Predigten gehört über Abendmahl als ich selbst. Abendmahl ist für mich als erstes Gemeinschaft mit Jesus. Stimmt das? Gemeinschaft, wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Aber was ist nicht Gemeinschaft? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin verheiratet. Ich stelle mir vor, wenn ich die Gemeinschaft von meiner Frau wäre, der Hauptpunkt, Du Schatz, am Mittwoch gehe ich wieder in den Reisedienst. Kannst die zwei blaue Hemden und das grüne Hemd reinmachen? Vergiss die Hose nicht, du musst aber bügeln vorher. Hast du die Zahnbürste nicht vergessen? Und weißt du, wenn ich zurückkomme, vergiss nicht die Heizung anmachen. Verstehst du? Ist das Gemeinschaft? Wie sieht denn die meiste Gemeinschaft, die wir haben, mit Jesus aus? Sagt mal ehrlich. Jesus, kannst du, weißt du, meine Tochter macht einen Führerschein, kannst du helfen, dass mein Sohn den Arbeitsplatz dort bekomme? Und denke, ich habe Rheuma noch. Und kannst du das machen, Jesus? Ich habe so böse Nachbarin, straf sie mal. Und das Hauptgebet von den Christen, verändere meinen Pastor. Die einzige, die mich gefreut hat, war die Ina. Ich weiß nicht warum. Aber das ist nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft ist etwas anderes. Wir haben verlernt, auch wir Christen in der Welt, wie immer alles so schnell geht, Gemeinschaft zu haben. Verstehst du? Wir haben keine Zeit mehr für Gemeinschaft. Wir hatten einen Bruder in der Gemeinde. Er war nicht sehr gesprächig, aber es ist ein netter, treuer Bruder gewesen. Und er hat einen Vater gehabt, der war, glaube ich, 85. Und er war so treu und der ist jeden Samstagmittag hat er seinen Vater besucht, um Gemeinschaft zu haben. Und dann hat seine Frau mal den Vater gefragt, wie habt ihr denn Gemeinschaft? So, weißt du, der Vater redet auch nicht. Da trinken wir ein Bier, zwei zusammen, eine Stunde, zwei, und dann gehen wir wieder. Aber es war schön. So Leute gibt es fast nicht mehr. Aber was immer Gemeinschaft, wisst ihr, was am meisten Gemeinschaft stört zurzeit? Handy. Immer online, immer online. Wenn ich manchmal Leute sehe, junge Leute miteinander, wie ausgehen, gehen sie ins Restaurant, bestellen Pizza, haben kaum bestellt, ist das Ding draußen. Und jeder, oh, guck mal da drauf. Nein, ja, guck mal da drauf. Ich frage mich, wie die sich kennenlernen. Vielleicht schicke ich sich einander Fotos, warum sie gerade essen. Aber meines Gemeinschaft ist bitteschön nicht betteln und das und jenes, sondern mal Gemeinschaft ist mal, wie geht's dem anderen? Habt ihr schon mal gebetet, Jesus, wie geht's dir? Wie geht's dir? Einfach will er vielleicht uns etwas offenbaren, ist Gemeinschaft. Und das Zweite, sagt Paulus, wir feiern Abendmahl zur Erinnerung. Was ist denn das Gegenteil oder worum sagt man Erinnerung? Das Gegenteil von Erinnerung ist öfters vergessen. Weißt du, wir können so aktiv sein als Christen. Gemeindeaktiv, Gemeindeprogramm, aktive, es gibt sogar hyperaktive Christen. Und man ist so aktiv für Jesus, dass man vergisst, was er am Kreuz gemacht hat. Stimmt das? Ist es dir auch schon mal vorgekommen? Ich habe gedacht, habe schon lange nicht mehr dran gedacht, was er für mich gemacht hat. Weißt du, wenn du dran nachdenkst, was er für dich gemacht hat, jedes Mal stirbt etwas in dir drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Probleme, wenn ich die Bibel lese, die Evangelium lese und komme gerade auf die Kreuzigung. Manchmal möchte ich es überspringen, weil es mir weh tut. Und einmal werde ich sauer und böse, diese Ungerechtigkeit. Du hast uns so viel geholfen. Sie haben geschrien, Hosanna, der König kommt. Und kurze Zeit später haben sie alle geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Er war unschuldig. Es macht mich böse. Aber es ist mein Fleisch, mein Geist, weiß, er hat es gemacht aus Liebe für mich. Wir vergessen manchmal, und wenn wir dann vergessen, was er alles gemacht hat, dann vergessen wir dieses Sterben und dann leben wir im Geist, wir dienen, wir machen, wir sind aktiv, aber das Fleisch ist auch aktiv und es wächst. Diese Zeit, wo wir uns erinnern, was er gemacht hat, ist immer an Sterben. Vor ich weiß nicht, vielleicht 10 oder 12 oder 15 Jahre, ist mal ein Film rausgekommen vom amerikanischen Kurzes, hat er geheißen, über die Kreuzigung. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, der Film. Passion, ja. Und ich glaube, bei uns in der Gemeinde haben 90% zu dieser Zeit unserer Gemeinde alle den Film geschaut. Boah, Piero, da musst du anschauen. Ich habe gesagt, nee, das tue ich mal nicht an, weil ich wusste, das tut mir weh in der Seele. 2 Stunden anschaue, wie sie ihn gequält haben, geschlagen haben, wieder geblutet hat. Ich wollte meine Seele nicht Schmerzen antun. Und dann bin ich einfach, ich habe gesagt, ihr könnt alle hingehen, aber ich möchte nicht hingehen, weil es mir weh tut. So manchmal tut es weh, dieses Sterben. Vor ein paar Tagen habe ich etwas gemacht, das habe ich bestimmt schon 30 Jahre nicht mehr gemacht. Ich habe mir ein Video angeschaut, eine Predigt von Jung-Gi-Cho. Jung-Gi-Cho ist der, beim Herrn seit 2, 3 Jahren, Jung-Gi-Cho ist der, wie in der Welt die größte Gemeinde in Südkorea gegründet hat, wie 1 Million Mitglieder hat. Kann man noch träumen in Deutschland oder in Europa davon, stimmt das? 1 Million Mitglieder. Hat das 12 Gottesdienste sonntags mit 140 was 1000 Leute drin, aber es ist phänomenal, und wie das organisiert, wie ein Stadion, Fußballstadion, leer raus, der nächste. Aber dieser Mann, was mir gefällt dran, der hat eine ganz einfache Art, so erzähle auch, aber jedes Wort hast du den Eindruck, da ist etwas drauf. Und dann erzählt er eine Geschichte und die hat mich tief berührt. Es hat in Nordkorea zu dieser Zeit, wo noch Krieg war, in Südkorea wie Krieg war mit Nordkorea, wie die Verfolgung da war, wo Christen verfolgt worden sind, gab es 2 amerikanische Missionare, einen Mann und eine Frau, und die sind geflüchtet vom Norden, weil die Kommunisten sie umbringen wollten, und sind mit Jeep Richtung Flughafen gefahren, und es war Winter, es war kalt, und dann, wie sie über Brücke fahren, sagt die Frau ganz laut, Stopp, unter der Brücke stirbt jemand. Und der Mann hat gesagt, weißt du, wir sind unterwegs und wir werden verfolgt, es ist kalt, da ist niemand unter der Brücke. Doch! Und 3-mal sagt sie ganz laut bestimmt, du musst stoppen. Und dann hat dieser Mann gestoppt, sind schnell runter, sind unter die Brücke gegangen und tatsächlich saß da unter eine Frau, ganz nackt und sie war gerade gestorben. Und die Frau hat etwas im Arm gehabt, ein Baby. Und die Frau hat gerade gebärt. Und es war Winter, die war da unten, hat gebärt. Und dass das Kind nicht erfriert, hat sie ihre ganze Kleid rausgezogen und hat das Kind eingepackt. Und das Kind hat aber noch gelebt. Und die Missionare nehmen dann dieses Kind raus, sie waschen es, die mit der Decke zuwickeln. Was soll es damit machen? Und dann nehmen sie es mit nach Amerika. Sie haben es mitgeflogen, sind nach Amerika gegangen und hatten es adoptiert. Sie haben diesem Kind das nie erzählt, aber wie das Kind mal so 14, 15 Jahre alt geworden ist, der Junge, hat er gemerkt, dass der Papa groß und blond ist und blaue Augen. Und er hat so diese chinesische, diese Schlitzauge. Und dann geht er einen Tag zu seinem Vater und sagt, Papa, wie kommt das, dass du so ganz anders bist wie ich? Du kannst gar nicht mein Papa sein. Dann sagt der Papa, weißt du, ich habe gewartet, bis dieser Tag kommt, du mich fragst. Und dann erzählt der Vater die Geschichte. Und er sagte, der Junge hat fürchterlich geweint, wie er die Geschichte gehört hat. Seine Mama ist erfroren unter dieser Brücke ganz allein und hat die ganze Kleider ausgezogen, um ihn zu wickeln. Ist gestorben für ihn. Und der Junge hat einfach geweint. Und dann kam der Junge diese Monate später immer und sagt, ich habe so ein Bedürfnis, ich möchte gern einmal nach Korea fahren. Und ich möchte das Grab von meiner Mama sehen. Und ich glaube, 2, 3 Jahre später, der Junge war, glaube ich, 17 oder 18, da sind sie nach Korea gefahren, haben lange gesucht, aber sie haben gefunden, das haben die Leute gefragt, ja, sie kennen die Geschichte, die Frau liegt da in diesem Friedhof und das hat den Namen. Da sind sie in den Friedhof gefahren. Und dieser Junge, 17 Jahre alt, war so beeindruckt, wie er dieses Grab gesehen hat, hat er etwas gemacht, wie total unlogisch war. Es war sogar kalt, hat er sich ganz nackt ausgezogen und hat seine Kleider aufs Grab gelegt. Mama, du hast mir deine Kleider geschenkt und jetzt schenke ich dir meine Kleider. Die Eltern haben ihn dann beruhigt und haben gesagt, komm, zieh sie doch wieder an so. Ich habe mir die Frage gestellt heute Morgen. Jesus hat seine göttliche Wesen ausgezogen für dich und für mich. Er ist nicht erfroren, aber ist noch schlimmer gestorben als erfroren. Für dich und für mich. Könnte nicht Abendmahl zum Moment sein, wo wir sagen, Herr, du hast mir alles gegeben, ich möchte dir auch alles geben. Du hast dich ausgezogen, dein Göttlicher. Du bist Mensch geworden für mich und bist gestorben am Kreuz. Die Bibel steht geschrieben, dass Jesus die Schande getragen hat. Das bedeutet, er hängt nackt am Kreuz. Heute Morgen können wir uns nicht ausziehen, einen Moment am Abendmahl. Alles, was wir denken, was wir sind. Ich bin gesalbt, ich bin gepredigt, ich bin Mama, ich bin treu, ich bin Mitarbeiter, ich bin das, ich kann jetzt, ich kann Musik machen. Was haben wir dir alle als Kleider angezogen? Können wir nicht am Abendmahl im Geist nackt stehen vor ihm? Herr, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts außer dir. Und du hast dich ausziehen lassen, töten lassen für mich. Das ist Erinnerung an Abendmahl. Was hast du auszuziehen? Hast du schon überlegt, wenn du an dieses Kreuz gehen würdest, wie dieser Junge vor diesem Grabstein hat er sich ausgezogen, so als es hat sein Herz so berührt. Diese Mama wieder nie kennengelernt hat, die wie gestorben war für ihn. Ich glaube, das, was Jesus gemacht hat, ist noch mehr als das, was die Mama gemacht hat. Hast du manchmal das Bedürfnis, wenn du zu Jesus gehst, wenn du Abendmahl feierst, dich so auszuziehen? Du kommst nicht als Lobpreisleiter, als Evangelist, als Lehrdienst, sondern du kommst als nackte Person. Du hast nichts, gar nichts. Dich ausziehe, um deine Dankbarkeit zu zeigen. Es gibt Christen, die ziehen sich manchmal aus vor dem Seelsorger. Oh, ich möchte bekennen das und jenes. Weißt du, ich kenne so Leute, bei mir haben das gelernt, du musst alles erzählen. Weil manchmal Leute kommen in die Seelsorge und wollen mir alles erzählen, was sie Schlimmes gemacht haben. Ich sage, weißt du, du musst es nicht mir erzählen. Erzähl es lieber deinem Gott. Er weiß es. Und ich glaube, wir müssen uns ausziehen, nicht vor Menschen, sondern müssen lernen, uns wieder auszuziehen vor Gott. Alles, was du bist, alles, was du hast, musst du bereitgeben. Und das ist Abendmahl zur Erinnerung. Vielleicht heute, wenn du zum Abendmahl gehst, kannst du dich vielleicht erinnern an diese Junge, wie vom Grabstein, von der Mutter war. Und das war seine Art Dankbarkeit, sich auszuziehen, alles ihr zu geben. Ihre Pulli, ihre schöne amerikanische Mantel, alles hat hingelegt. Es hatte der Mutter nichts mehr gebracht. Aber wenn wir uns ausziehen vor Jesus und kommen zu ihm und wir haben nichts, das hilft ihm. Da freut er sich drüber, auch wenn es manchmal weh tut. Ich hätte gerne heute Morgen, dass wir eine Zeit der Anbetung haben. Aber dass wir uns denken, wir haben Gemeinschaft und Erinnerung, was er für dich getan hat. Ich glaube, dass in einer Gemeinde ist es schön, wenn wir Lobpreis machen. Ist es manchmal schön, wenn wir anbeten und singen und tanzen und es ist schön, Freude zu haben. Aber manchmal fehlt mir dieses Teil der Erinnerung, was Jesus gemacht hat. Er starb am Kreuz für mich. Seine Hände haben geblutet, sie waren durchbohrt für mich. Manchmal probiert man dieses Sterben von der Gemeinde wegzumachen und die Gemeinde muss immer Freude haben. Sie muss nicht immer Freude haben. Manchmal ist es auch Zeit, wo wir uns erinnern und wo etwas stirbt in uns, wo wir uns ausziehen. Und das sind die Momente, glaube ich, wie Gott uns neues Leben schenkt. Weißt du, Sterben in der Bibel bedeutet immer, sich ausziehen, alles geben und Gott schenkt uns immer ein Stück neues Leben. Heute Morgen wünsche ich mir, Dass wir Zeit haben des Ausziehen, des Sterben, des Erinnern, des Gemeinschaft. Aber dass dann auch heute Morgen der Geist des Lebens kommt. Weißt du, wenn wir manchmal sterben und etwas geben und dieses Kreuz wieder sehen, wo das Blut vergossen worden ist für uns, dann geschieht etwas, das ist ein Sterben, aber nach diesem Sterben kann Gott immer neues Leben reinmachen. Brauchen wir neues Leben? Als ich mich bekehrt habe vor 35 Jahren, das floss das Leben. Aber ich kann nicht leben allein für was vor 35 Jahren geschehen ist. Ich muss alle Tag neu probieren, neues Leben zu bekommen. Und ich verspreche dir, wenn du heute Morgen Gemeinschaft hast und du bist bereit, etwas auszuziehen, dann wird neues Leben kommen. Aber neues Leben kommt nur, wenn manchmal das Alte gestorben ist und das Alte weggeht. Amen. Ich möchte, dass wir Zeit der Anbetung haben. Ich möchte heute Morgen diese Kelch und dieses Abendmahl einfach feiern, dieses Brot segnen. Ich möchte, dass die Gegenwart Gottes kommt. Ich möchte heute Morgen, dass die Salbung des Sterbens und des Lebens da ist. Amen. So bist du. Voller Gnade, so bist du, voller Gnade, so bist du, voller Gnade. Bist du voller Weisheit, gab es dein Leben, gab es dein Leben. Damit ich leben kann. Du gabst dein Leben, damit ich leben kann. Und ich geb dir mein Leben. Als Opfer da. Du gabst dein Leben, damit ich leben kann. Und ich geb dir mein Leben. Als Opfer da. Dein Blut macht mich rein, 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 dein Blut wäscht mich rein. Dein Blut wäscht mich rein. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Von dir fließt kein Über begreiflich, was kein Auge je gesehen. Wer kann deine Weisheit begreifen, deine Liebe völlig verstehen? Du bist wunderbar, unbeschreiblich, Majestät auf deinem Thron, und staunend stehe ich vor dir, und staunend stehe ich vor dir, Heiliger Gott. So Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht es weiter mit einem Gott, der heilt, ein Gott, der befreit.